Town of Salem Tutorial, der Bodyguard. Der Bodyguard ist ein Townie, ein Town Protective, um genau zu sein, kurz TP, gewinnt dementsprechend natürlich mit der Town und dem Survivor. Du hast als Bodyguard zwei Fähigkeiten. Einmal hast du eine Weste, mit der du dich in einer einzigen Nacht selber beschützen kannst, so wie der Self-Heal beim Doktor. Und deine richtige Fähigkeit ist es, andere Leute zu beschützen. Beschützt du jemanden und diese Person wird angegriffen, dann bringst du den Angreifer um und stirbst selber dabei. Du bist halt nun mal ein Bodyguard. Deine Weste hilft nicht gegen Vampire, also wenn du von einem Vampir angegriffen wirst, während du eine Weste nutzt, verwandelst du dich trotzdem in einen Vampir. So, wenn eine Hexe und ein Transporter, oder beide jeweils einzeln, dich auf dich selber schicken, dann nutzt du deine Weste. Und wenn du deine Weste benutzt und transportiert wirst, dann beschützt du natürlich den, der an deiner Stelle angetreten ist. Beim Aso beschützt du nur vom Dausen und bringst den Aso dementsprechend um, nicht wenn er entzündet. Auch ansonsten sind alle Leute tot, die deinen Beschützenden angreifen will. Also auch wenn du einen Vampir beschützt, der vom Vampire Hunter angegriffen wird, du schützt nur nicht vor anderen Bodyguard-Angriffen, also wenn du einen beschützt, der einen anderen umbringt, der dadurch durch einen Bodyguard getötet wirst, tötest du nicht den anderen Bodyguard. Durch Veteranen umgebrachte, Jailer umgebrachte schützt du auch nicht. Wenn mehrere Bodyguards eine Person beschützen und sie angegriffen wird, dann funktioniert der Bodyguard, der zuerst der Lobby gejoint hat. Es funktioniert nicht, dass zwei Bodyguards sich gegenseitig schützen, weil du schützt zwar einen Bodyguard, wenn er angegriffen wird von einer externen Person, also von einer dritten Person, aber du beschützt den Bodyguard nicht, wenn er sterben würde, weil er jemand anderen beschützt. Du beschützt natürlich auch vor Werwolf-Angriffen. Angenommen, ein Target ist im Jail, du beschützt diesen Target und der Werwolf greift deinen Target an, dann stirbst du, der Jailer stirbt, aber dein Target und der Werwolf überleben. Ist ein bisschen blöd, aber ist nun mal so. Ganz wichtig auch, wenn es mehrere Angriffe gibt, also du beschützt deinen Target und der wird angegriffen von zum Beispiel Serialkiller und Mafia, bringst du nur den ersten von den beiden um, nicht beide. Bist natürlich wie immer tot. Besuchst du einen Werwolf, während er daheim ist, also wenn er nicht irgendwie einen angreift in der Nacht vom Vollmond, dann würde er sich ja theoretisch selber angreifen, also beschützt du ihn davor, bringst ihn um und stirbst wie immer natürlich selber daran. Der Sheriff sieht dich als not suspicious, weil du Townmember bist. Der Invest sieht dich als Bodyguard, Godfather oder Arsonist. Und der Cousin-Lierch sieht dich als Bodyguard. Wie sollte es anders sein? Als Bodyguard ist es sozusagen deine Aufgabe, zu sterben und dabei einen mitzureißen. Schaut auch beim Krieger mit rein. Ade.